Ja, servus, ich grüße dich. Ich freue mich, dass du dir das Video anschaust. Der Helmut ist hier und zwar mit einem Video von der Walking Street in Kopangan. Und zwar ist das nicht zu verwechseln mit der Walking Street, die sehr, sehr berühmt ist, die es in Pattaya gibt. Das sind zwei komplett verschiedene Märkte. In Pattaya ist mehr so ein bisschen ein Fleischmarkt, könnte man so, wenn man als Persiflage vielleicht sagen, ein Fleischmarkt, während die Walking Street hier auf Koh Phangan so eine Souvenirmarkt ist, so mit nach Hause nehmen. Wobei auch in der Walking Street manche anderen Deutschen auch ihre Souvenirs mit nach Hause nehmen in Pattaya. Aber ich glaube, du weißt die Idee, die ich meine dahinter. Und die Walking Street ist hier auf Koh Phangan ein Markt, der auch nur einmal die Woche stattfindet, und zwar am Samstag. Geht am Samstag um so 4 Uhr, 5 Uhr geht es richtig los, bis 10 Uhr, eventuell 11 Uhr, aber jetzt in der Low-Saison ist relativ wenig los, eher um 10 Uhr schon Schluss. Und als ich vor 8 Jahren hier gelebt habe auf Koh Phangan, da gab es die Walking Street auch schon, aber die war gleich, aber trotzdem anders. Und zwar der erste große Unterschied war, damals war das wirklich nur die Walking Street, die Gasse, während heute ist fängt die Walking Street schon, ja, schon in der Nähe vom Pier draußen im Endeffekt an, so am Parkplatz, und da ist schon ein ganz großes Areal, das glaube ich im Endeffekt größer ist als die Straße selber. Daher ist auch schwer zu sagen, es wirkt heute weniger los, weil logischerweise sind vielleicht mehr Leute, aber damals war das halt gedrängt auf diese schmale Straße, und da ist halt das dir vorgekommen, es ist komplett, also wie in München am Oktoberfest oder so irgendwie, da war nicht durchlaufen, sondern sich gegenseitig durchschieben viel mehr, während heute, da hast du eher das Gefühl, du gehst sehr, sehr relaxed durch diese ganze Szene. Und der zweite Unterschied, der auch war damals, das war damals am Vormittag, und ich glaube, das war überhaupt Mittag so, entweder um 12 oder um 2 Uhr war die Walking Street war aus, war ja Schicht im Schacht mit der Walking Street. Auch so ein bisschen anders, es war damals so ein bisschen ein deutscher Treffpunkt, da gab es noch so zwei deutsche Lokale in der Straße, wo man sich so, ja, wenn der Samstagvormittag langweilig war und du halt irgendeinen Deutschen sehen wolltest, bist halt da in die Walking Street gegangen, hast zumindest irgendwen zum Quatschen gehabt. Und was aber wirklich der Riesenunterschied war damals, was mich damals sehr gestört hat an der Walking Street, das war generell die Ausländer, die hatten damals echt so extrem, also kiepsche Schnute, also die hatten sehr, sehr frustriert und aggressiv gewirkt, in meinen Augen im Gesicht. Und das auf einer Partyinsel, das war irgendwie, hat das so ganz so vom Kontrast her irgendwie nicht zusammengepasst. Aber diesmal habe ich auch sehr, sehr wenig Ausländer gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also es war trotzdem draußen eigentlich von Ausländern her gesehen sehr, sehr wenig los. Aber schau es dir an, ich melde mich nach dem Video, also nach dem Footage noch einmal, um mich zu verabschieden. Genießt das Footage einstweilen. Diese Eiscreme, die man hier sieht, die Eissticks hier, die habe ich auch einmal verkauft in Nong Khai. Damals für 50 Satang. Also das war ein halber Baht, was wir damals fürs Eis verlangt haben. Glaubt dir heute gar keiner mehr, dass du sagst, dass du irgendwann einmal Stang verlangt hast. Also das ist wie Cent hier vom Thai-Bad. Penta. Penta. Jetzt bin ich hier so in dieser, die Walking Street, also die hat nichts mit der Walking Street von Pattaya zu tun, sondern das ist so quasi ein Wochenmarkt hier in Tong Sala in Koh Phangan, und das war ursprünglich nur diese Straße hier, also wo man das Plakat von hinten hier sieht. Jetzt geht es weiter hinaus, also bis am Parkplatz, und hier wird halt alles mögliche an Essen verkauft, so
gebackene Hühnerkarkassen. Und aller möglicher. Ja, ich hätte fast Ramsch gesagt. Ramsch sollte man nicht sagen. Also halt Kleidung, was halt hier so typisch ist. Und die typischen Touristensachen, was wahrscheinlich Touristen gerne kaufen. Ich kaufe mir da so eigentlich nie etwas von diesen Sachen. Aber scheinbar ist das doch beliebt. Ansonsten würden die das ja wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber das weiß man in Thailand auch nie so genau. Da gibt es viele unerklärliche Sachen hier. Deswegen heißt ja Thailand auch Amazing Thailand. Daher kommt, glaube ich, das Wort Amazing. Sehr schön finde ich auch die... Iguana. Anilia Gualai, Pasatai. Ginga, Yak. Ginga, Yak. Mikinga. Mikinga, la. Mischa Jingchok. Mischa, no Jingchok, Ginga. Na, mein Kunon, mein. Best im Same him. Sie fragt, ob der das gleiche Gesicht hat. Same. Der war mein Lipstick, ne? Mein Lipstick. Komm, so in der Schrift runter, habe ich jetzt mal gerade auch direkt selber ein. Das hier, weil ich das gerade sehe, Sawadee Kap. Das ist ein sehr, sehr klassisches thailändisches Gericht, so ein Sticky Reis. Einfach hier im Ei. Das ist einfach hier aufgeschlagenes Ei, das wird da im Ei. Und dann gegrillt, das Sticky Reis gegrillt mit Ei, mit vor allem mit viel Salz, auch sehr lecker im Endeffekt. Nicht nur im Endeffekt, sehr, sehr lecker. Kok und Rap. Und den Fisch jetzt, weil wir den gerade hier sehen, ich finde immer, das ist der hässlichste Fisch der Welt. Den wollte ich nie essen, der schmeckt eigentlich ganz lecker. Ich wollte ihn nie essen, weil der einfach so hässlich aussieht. Momentan frage ich mich gerade, ich laufe hier so durch. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier grinst und Spaß hat am Markt. Das sind mit dem Thailand-Land des Leckerns wirklich irgendwie, das muss man sicher mal neu überdenken. Ich sehe hier die Thais eigentlich nicht sehr grinsen. Die haben genau die gleichen langen Gesichter wie die Phalanx im Endeffekt. Na, ich höre jemanden lachen. Oh, hier ein Thailänder am Lachen. Aber ist vielleicht auch irgendwie zu wenig los, da lachen die wahrscheinlich nicht, weil irgendwie sieht es halt, es gibt sehr viele Güter hier zu kaufen, aber wenige Kunden, glaube ich, die da was kaufen wollen. Vielleicht sieht das ja eh touristisch gesehen sehr einladend zum Kaufhaus. Der schaut irgendwie lustig aus, der Elefant hier. Okay, das sind Sparbüchsen. Ja, hier haben wir das Ende der Straße. Der Spazier, der Walking Street erreicht. Yeah.
Also vor 8 Jahren, wo ich hier war, da war das wirklich belebt. Aber da war das auch, glaube ich, am Vormittag eher. Und hat, glaube ich, eher mittags aufgehört. Da waren da auch so 2 Reihen. Heute läuft man da in einer Reihe. Das ging damals gar nicht. Da war wirklich richtig was los. Da ist richtig die Luzi abgegangen, wie man so sagt. Und heute ist da mehr oder weniger, ja, wie eingeschlafene Füße, würde ich das eher so hier bezeichnen. Ich meine, super, die verkaufen hier so alles so ein bisschen Obst und so weiter und ihre traditionellen thailändischen Touristensachen. Oh, die können auch noch lachen. Ja, hello, lovely, ja. Buddha-Figuren, die stehen hier ganz alleine rum. Oh, nimm mal nach Song Badla. Hoch, ne? Hoch, mein Piet. Mein Piet, ne? Hoch. Organic Rice. Oh. Oh. Jo, mein Pog, ne? Und mein Pog, eh. Wenigstens jemand, der sich hier auch richtig fotografieren, filmen lassen möchte. Oh, Belly Nalak, Nalak mag mag nach ab. Oh, Pan, oh. Die lacht auch, die ist auch lustig drauf, das gefällt mir. Wenigstens eine Thailänderin, die auch lustig drauf ist. Nein, nicht eine, die anderen vorne haben ja auch schon gelacht. Oi. Kai Ben Nalak. Sie sagt hier, der ist lieblicher als sie selber, weil er hat Lippenstift, sie hat keinen Lippenstift mehr, weil sie hat schon geküsst heute und da ist der Lippenstift dann abgegangen. Sie fragt, ob der das gleiche Gesicht hat. Same. Der war mein Lipstick, ne? Mein Lipstick. Komm, komm, so jogge ich ab. Siehst du mal, irgendwie ist das mit dem Ding schwierig, ha? Sawadee kap. Sawadee chao. Oh, hallo. Thank you. Hello, Germany. Ah. Oh, guck dir das einmal an. Das hat seinerzeit der Franz mit am Skikurs gehabt. Da ist das richtig schwer gefallen für mich, danach noch die Prüfung zu machen. Ani lakatolai kap. Loi patsi. Ben mai alai kap. Mai sapla. ไม่ใช่ไม้มะค่าเหรอไม่ใช่ค่ะไม้มะค่าไม่ดูไม้ประดูไม้ประดูไม้เต่งไม้เต่งไม้กิ๊กรู้จักไม้กิ๊กไหมไม้กิ๊กเป็นไม้เต่งไม้เต่งเหรอคะใช่แต่ว่าภาษาลาวภาษาลาวไม้กิ๊กภาษาไทยไม้เต่งไม้รังไม้แดงไม้มะค่าไม้แดงก็แข็งแรงด้วยไม่ซักไม่แข็งแรงเนื้ออ่อนหอมนะครับผมอันนี้ไม่ซักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ซักไม่มีไม่ซักเนาะไม่ซักไฮสติกไม่บ้านเหรอไม่ don't know ไอ้ผมก็ไม่รู้นี่ขนาดไม่รู้นะขนาดไม่รู้
Ciao. Hallo. Cool, die haben hier richtig Tassen, ha? Alles aus Holz. Und so wie das aussieht, ist das Bambusholz. Kokonus, nicht Bambus. Kokonat, chai mai. Mapau. Mai mapau. Kaffeetassen. Das ist das Sustainable Angelegenheit jetzt hier einmal. So sollten die Leute alle Gabeln sich aus Holz kaufen, Löffel aus Holz, Schüsseln aus Holz, Kaffeetassen aus Holz, Trinkbecher aus Holz und nicht aus Plaste und Metall. Kopf und Kap. Und ein Batman gibt's auch hier. So wird dieses Eis gemacht. Da wird das im Eiswasser gedreht, bis es dann einfriert. Aber da ist noch nichts eingefroren jetzt momentan. Aber die kommt hier da rein. Kommt hier Video da rein. Oh, jetzt grinst er, da sieht er so. Der Typ hier, der sah so verärgert aus, dass ich jetzt echt Angst hatte, dass der sich ärgert, wenn ich hier filme. Na, ah, da ist wieder die vom Indien, hallo. Und der YouTuber, ha? Huh? Oh, Instagram. Oh, Instagram, King Mark. So Sachen habe ich noch nie probiert wie die hier. Vor allem wenn ich so irgendwie die verschiedenen Farben sehe, dann wird mir schon übel. Und dann habe ich irgendwie Angst, ich würde dann eher so aussehen wie die Dame, die das auch verkauft. Ich habe so keine Ahnung, was das ist eigentlich, was sie hier macht. Anilia Guala, Passatei. Pa. 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 Bin Pa. Maicha, Anilia Guala. Kornmann. Kornmann. Oh, Kornmann. Kornmann. Korn heißt eigentlich frittiert. Da hat ihr das so in der Plastiktüte, drückt das raus und schwupps rein. Kornmann. Wobei Tor heißt also frittiert und Mann heißt eigentlich, oder manchmal zumindest, Fett. Im Fett frittiert oder ist das Mannfalang? Naja, das heißt auch wieder, das heißt Erdäpfel. Ist immer schwierig hier, weil ich nie weiß, ob das Wort, das die mir sagen, auch das ist, das ich kenne, oder ob es wieder eines ist mit irgendeiner Bedeutung, das ich eben nicht kenne. Das ist wirklich das Schwierige in Thailand. Ja, das war die Walking Street hier auf Koh Phangan. Ich freue mich, dass du noch mit dabei bist. Deswegen gib dem Video einen Daumen nach oben und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich über deine Kommentare auch oder wenn du eine Anregung oder Frage dazu hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten alles Gute und Servus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.